Moin, willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf diesem Kanal. Heute habe ich für euch von Beartooth, ja, ist der ganze coole, ich stehe so drauf, The Journey Below Setlist Hoodie, also Hoodie, The Journey Below Setlist Hoodie Black in L. Genau, das Ganze hier ist Teil der Merchline, die zu ihrem Streaming-Event gab. Die Sachen sind nicht mehr verfügbar, also kann ich hier auch keinen Link in die Beschreibung packen. Aber ich zeige euch das Ganze trotzdem, weil es geht ja hier um die Produkte selber, nicht darum, ob man sie jetzt auch irgendwie kaufen kann. Ist ja schließlich keine Dauerwerbesendung hier. Ein bisschen schon, aber ich hätte dafür nicht bezahlt. Ich packe nur das aus, was ich, worauf ich Bock habe und was ich mir bestelle und worauf ich sage, ja man, da, ne? Na, ich Bock drauf. Ich will schlecht machen, dass ich, worauf ich Bock habe. Genau. Ja, das Ganze packen wir jetzt mal eben aus. Ich mache mal eben die Folie ab. Und dann sehen wir uns gleich. So, hier ist der Hoodie auch direkt schon. Und man fühlt ja auch direkt schon, das Ganze hier ist ein Patch. Also das ist hier fest. Also es ist die Löcher vom B, ja, aber das hier unten ist Teil des Patches. Das ist geschickt, Leute. Ich glaube, scheiße, das ist geschickt. Also die Ränder hier sind, ne? Ist, was ich meine. Die Ränder sind auf dem Hoodie drauf. Genau, wir klappen das Ganze einmal auf. Das Ganze hat hier unten eine komfortable Tasche, also eine Bauchtasche. Bin ich ein sehr großer Fan von. Generell, ich bin ein Hoodie-Mensch, Kapuzenträger, wie auch immer man das nennen möchte. Dann geht es hier oben weiter mit der Kapuze. Es fühlt sich sehr angenehm an. Moment. Also vom Stoff her fühlt es sich sehr angenehm an. So, jetzt falten wir ihn hier einmal zur Seite aus. Hier ist Arm Nummer 1. Der Arm, die Arme selber haben keine Bedruckung. Hier ist Arm Nummer 2. Genau. So. Und so, da ist keine Bedruckung drauf. Und jetzt nehmen wir die ganzen Kollegen nicht einmal um. Und zwar, um zu sehen, dass hinten drauf ist der Grund, warum es der Setlist-Hoodie ist. Und zwar ist hier hinten drauf die Setlist. Moment. Genau, hier oben groß auf dem Rücken, The Journey Below. Ja, a Beartooth Live Performance Event. Genau. Ah, hier ist es sogar. Am 14.07. war das, 2021. Genau, hier sind einmal die ganzen Band-Member. Mit dem Namen hier verewigt. Und hier stehen die Tracks, die sie gespielt haben. Und zwar in der Reihenfolge. Es ist auch ein Setlist. Hier ist Below, Devastation. Das kann ich nicht lesen, weil ich gerade lost bin. Es ist das Spiel verkehrt. Ich bin lost, ich weiß es nicht, was das ist. Hier ist Sick of Me, Fed Up. Dominate, Alliance und so weiter und so fort. Bodybag ist hier zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, wer von euch den Stream hier gesehen hat. Hier ist Skin zum Beispiel, You Never Know. Und Disease in Between. Und The Last Drift. The Last Drift ist cool, aber ich bin tatsächlich mehr Fan, also ich weiß nicht, wie das momentan ist, ich glaube, sie enden die Show momentan auch auf The Last Drift. Ich bin tatsächlich eher Fan von dem Ende, dass sie auf In Between enden, bin ich. Persönliche Präferenz mag ich mehr. Genau. Und das war's ja an der Stelle auch schon. Das ist Hated, oder? Das ist Hated, das hier. Das fuckt mich etwas nicht. Ich glaube, es ist Hated gewesen. Nice Disease Skin. Was da oben? Hell of it, okay. Ja, egal. Genau. Das war der Journey Below Hoodie. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Bis dahin.